DARPOFIT-Kapseln sind aus. Ich sehe ein Untergrundgerät. Vielleicht ein Bohrer? Wohl eine vertikale Schachtabteufungsmaschine für Mineralien. Eine was? Nennen wir sie einfach VSM, hm? Zurück. Soldaten,
Da bist du ja. Ja, ja.
bist du? Nicht. Yeah.
Zufrieden? Das Leben ist wie Seidespinnen. Es ist immer noch eine Wendung nötig. Ist es hier nicht wunderschön? Ich will es nur in mich aufsaugen. Am liebsten spinne und koche ich. Versuche zumindest zu kochen. Hab einen Tipp über ein paar RDA-Jungs bekommen. Wird übel. Ja, ich weiß, so verdienen sie ihr Geld. Aber das ist dann doch irgendwie sehr komisch.
Ich wusste, Gatnat wird den Mut in seinem Herzen finden. Wir brauchen keine Einmischung von außen. Ich dachte, es sei neue Farbe. Freunde. Warum verlangt Nivika das von mir? Es ist viel zu schwer. Nivika hofft, dass du mir das Weben beibringen kannst. Du verwechselst mich mit einer anderen. Ich kann nicht einmal einen Ikran fliegen, um mein Material zu sammeln. Wie sollte ich dir etwas beibringen? Ich besorge, was wir brauchen. Nivika glaubt, dass du viel zu lehren hast. Das kann nicht sein. Warum würde sie denn so etwas sagen? Das weiß ich nicht. Ich bin nur hier, um zu lernen. Das heißt, wenn du mich als Schülerin akzeptierst. Viel kann ich dir nicht beibringen, aber ich schätze, wenn du mir Quetschmoos bringst, kann ich dir vielleicht ein bisschen was zeigen. Katnat weiß, was er tut. Da bin ich mir sicher. Aber Krieg, das kommt unerwartet. Menschen brauchen manchmal... Schubs. Eine kleine Einmischung. Die Ginglor sehen schon viel glücklicher aus. Achtest du auf dich? Ich fürchte den Schrecken des Krieges. Welch Gaben Eowa mit uns teilt. Thank you.
Perfekt für Neto. Die Sarentu. Begleitest du uns heute? Die Dinglor sehen schon viel glücklicher aus. Ich bin mir unsicher bei dieser Phase. Wow, das ist spitze. Ich wusste, dass ich dir nichts beibringen kann. Ist das alles? Kannst du mir mehr beibringen? Du solltest lieber Nevika fragen. Ich bin schlecht darin. Tut mir leid. Aber... Hör zu. Ich weiß, dass du mein Selbstvertrauen stärken willst. Aber Nevika verschwendet nur deine Zeit. Ich habe wirklich kein Talent dafür. Oder für irgendwas. Was benötigst du? Pfleg deinen Bogen gut. Sarentu. Ich finde einen Krieg immer noch. Verzeih, ich höre, du hast Schwierigkeiten mit Neto. Nicht, dass du meine Hilfe bräuchtest. Neto glaubt, sie könne niemandem etwas beibringen. Da liegt sie falsch. Sie erkennt meine Fehler bei der Arbeit immer sofort. Manchmal sogar, bevor ich anfange. Erst gestern hatte ich eine tolle Idee für ein Muster. Sie nannte gleich 15 Gründe, die mir klarmachten, dass die Idee schrecklich war. Kannst du mir dein Muster zeigen? Vielleicht kann ich damit ihre Aufmerksamkeit wecken. Oh, wirklich? Du möchtest, dass ich es dir beibringe? Oh, wow! Meine Mutter sagte, dass die Kinglor in ihre Nester zurückkehren. Vielleicht sollte ich auch jagen lernen. Hier, um mit uns zu jagen? Das darfst du nicht tun. Bitte hör auf. Das Muster ist grauenvoll. Hat Daewoo es dir beigebracht? Daewoo unterrichtet mich gerne. Ich habe sonst niemanden. Daewoo und deine dummen Ideen. Die anderen Clans werden denken, seine Arbeit stünde für alle Aranae. Wir brauchen trockenes Himmelsfelsenmoos. Es wächst in der grenzenlosen Weite, schwer zugänglich. Du musst dorthin fliegen. Ja, Lehrerin. Bitte nenn mich nicht so. Ich möchte nur helfen, so gut ich kann.
Murano ist immer beschäftigt. Gartnert bringt alles wieder in Ordnung. Das tut er immer. Wie soll meine Seide im Krieg nützlich sein? Vielleicht mehr Sehnen für die Pfeile. Der Krieg ist unvermeidbar, besonders für Jäger. Müsste ich nicht dauernd herkommen. Sei gegrüßt, schön, eine Freundin. Ich hoffe, es gefällt dir, Storm.
Storm! Guter Fang, Storm!
eine Art Totem? Es sieht vertraut aus. Irgendwie. Rinella, hier ist ein altes Totem. Die Farben und Webereien sind verblasst. Aber es ist... Warte kurz. Also gut, wo waren wir? Rinella, hier ist ein altes Totem. Die Farben und Webereien sind... Warte, Sekunde. Ich glaube, ich bin soweit. Rinella, hier ist ein altes Totem. Die Farben und Webereien sind verblasst. Aber es ist von den Sack. Perfekt für Neitu. Rinella, hier ist ein alter... Ich ruf dich zurück. Also gut, wo waren wir? Rinella, hier ist ein altes Totem. Die Farben und Webereien sind verblasst. Aber es ist von den Sarentu. Noch ein Totem unseres Clans. Nor hat auch eins gesehen. Noch eins? Dann gibt es hier noch mehr davon. Ja, bestimmt. Nor hat auch gemalte Symbole in der Nähe gesehen. Sind bei dir auch welche? Er hat sich gefragt, ob die Symbole andeuten, in welche Richtung man sehen soll. Als Wegweiser. Und hat er was gesehen? Warte kurz. Ich glaube, ich bin soweit. Er hat sich bemüht. Hat lange gestarrt, aber nichts gespürt. Vielleicht hatte Nor nicht genug Geduld. Unsere Ahnen wollten sicher, dass wir etwas erkennen. Ich will es versuchen. Vielleicht aus dem richtigen Blickwinkel. Oh, die Aussicht. Ich kann den Himmel fast berühren. Oder das Land aus einem anderen Winkel sehen. Wie wenn ich auf meine Ikran steige. Aber das Land unter mir bewegt sich nicht. Es ist still und ruhig. All die winzigen Details. Hat mein Clan das hier auch gespürt?
Unsere mutige Freundin. In seinem Herzen finden. Netto bekommt so viel Aufmerksamkeit. Vielleicht sollte ich auch jagen lernen. Es müssen einfach mal alle aufhören, darüber zu reden. Die Sarentu und Etua hatten am Ende doch recht, was die Kinglore angeht. Du flirtest mit Ärger. Hast du keine anderen Kleider? Des Krieges. Ja, das eignet sich gut. Danke für die Gaben.
vergeblich zu lieben. Die Dua hatten am Ende doch recht, was die Kinglore angeht. Schön, dich wiederzusehen. Nevika wird das mögen, oder? Wie gesagt, Himmelsfelsenmoos. Ich würde es selbst holen, wenn ich einen Ikran fliegen könnte. Vielleicht sollte ich auch jagen lernen. Ein Fehler ist nur eine Lektion, die man noch nicht gelernt hat, oder?